Aber wie alt ist dieses Theater eigentlich schon? Psst. Das Tiroler Landestheater ist schon fast 400 Jahre alt. So viel Zeit ist bereits vergangen, seit Erzherzog Leopold V. 1629 an Christoph Gump den Auftrag gab, das Ballspielhaus am Rennweg, die heutige Dugana, in ein Theater umzubauen. Leopolds Nachfolger ist dieses Theater allerdings zu groß und so errichtet er 1653 bis 1655 einen Holzbau an der Stelle, wo das heutige Tiroler Landestheater steht. Aus dem Innsbrucker Stadttheater wurde dann das Tiroler Landestheater. Seit September 2018 ist das Haus der Musik unser Nachbar. Unser Intendant, Herr Johannes Reitmeier, bildet zusammen mit unserem kaufmännischen Direktor, Herrn Dr. Markus Lutz, die Doppelspitze an unserem Haus.